Hey ho Leute und willkommen zu einem kleinen Let's Play mit The Plan. Ja, das Spiel gibt's wohl schon längerer Zeit, aber erst seit kurzem auf Steam erhältlich. Ja, und da es kostenlos ist, dachte ich mir, teste ich das doch mal. Schadet ja nicht. So, Start oder Quit. Naja, mehr kann man nicht machen. So, ach so, geht schon los. So, hier spielen wir irgendeine Fliege. Kann hier nicht schießen. Schade, warum kann denn eine Fliege nicht schießen? Was ist das denn? Huch. Ja, keine Ahnung. So, ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. So, irgendwo landen. Ja. Kann ich irgendwas aufheben oder so? Na, da fängt das Bild an zu wackeln, keine Ahnung warum. Jo. Ja, was ist denn hier? Erdbeben oder was? Ui, Wind. Ach so, okay. Steig in die Lüfte. Immer weiter nach oben. Bis in den Himmel. Was ist das denn? Irgendein Geräusch? Huch. Was? Ah, ich bin nach unten gedrückt. Ach so, okay. Naja, okay. Also ich muss hier anscheinend Sachen ausweichen. Und irgendwie, ja, nach oben kommen. Keine Ahnung, was da oben auf mich wartet. Oh, was ist das denn? Eine schöne Musik. Warum werde ich hier immer kleiner? Na, gleich hier lang. Na. Geht's hier überhaupt so weiter hoch? Ne, da hoch kann ich nicht. Ich muss anscheinend hier immer in Zelle. Licht. Huch, was ist das denn? Ah, Hilfe! Ah! Komm schon. Ah, zum Glück. Weiter geht's. Zum Glück kam hier keine Spinne. Oh, was ist das denn? Schon wieder ein Riesenblatt. Huch, nein! Wind und Blätter, das Schrecken jedes Insekts. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier zu sagen soll. Ja. Geht immer weiter rauf. Ah nein, komm schon. Warum ist denn die Fliege so lahm? Ich habe noch nie so eine lahme Fliege gesehen. Kommt schon. Gib mal hier Nitro oder so. Ein bisschen Stoff. Hoffentlich kommt jetzt hier noch irgendwas ja, cooles als Gegner, möchte ich mal sagen. Wobei sind ja nicht wirklich Gegner, sondern irgendwelche ja, Sachen, wo man ausweichen muss. So, irgendwelche Blätter. Das Spinnennetz vorhin war auch cool. War so ein, oh, was ist das denn? Schon wieder Wind? Nein! Ich weiß gar nicht, ob man hier auch irgendwie drauf gehen kann. Oh, ich höre einen Vogel. Nicht, dass hier mich noch so ein Vogel schnappt. Na? Schön vorsichtig. Oh nein, schon wieder Wind.
Na komm schon, raus aus dem Dunklen. Ah, es muss bestimmt Herbst oder so sein, wenn es hier so oft windig, so windig ist. Nein, nicht schon wieder. Jetzt bin ich hier schon fast an den Bäumen vorbei. Baumspitzen. Also jetzt kommt irgendein Vogel und schnappt mich und das Spiel ist vorbei oder so. Bis in den Sternenhimmel. Nein! Nein! Scheiße, was ist das denn? Nein! Ach, wie traurig. Okay, was ist das denn? Kann ich hier irgendwas eintippen? Oh, tatsächlich. Eine? Oder was soll ich denn hier eintippen? Ja. RIP. Oder... keine Ahnung. Schade. Oder keine Ahnung. Ich weiß nicht. So? Return. So. Jetzt. Tja, das war's. Ach, guck mal, da unten sieht man jetzt hier noch die Credits. The Death of Ace. Ja, ein sehr kurzes Spiel, war aber trotzdem, die Musik war am Ende sehr schön und hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da so eine Glühbirne kommt. wie da jetzt so eine riesige Glühbirne in einem Waldstück herkommt, keine Ahnung. War aber trotzdem lustig, ein bisschen traurig auch. Aber so ist das Leben und falls ihr das selber mal spielen wollt, ist auf Steam kostenlos und kann man sich mal antun und zwischendurch macht das bestimmt Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier mit diesem Part, ein Teiler vom Let's Play und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.